Ja, Herr Frey, wir stehen hier gerade vor dem Eclipse Cross Plug-in Hybrid. Genau. Einem Teilzeitstromer. Wie viele Kilometer fährt er elektrisch? 60 Kilometer fährt er elektrisch. Ja, wenn man sieht, was die Deutschen so fahren, statistisch gesehen, ja, vor allen Dingen nicht ganz 50 Kilometer. Ja, ja. Eben. Ja. Das ist ein Feuerwehrauto. Ja, auch da. Die Feuerwehr schätzt das. Sie wissen ja, dass wir auch hier eine Steckdose im Fahrzeug haben. Deshalb, um dort eben auch Informationen oder vor Ort, wo eben keine Stromversorgung ist, dieses Fahrzeug leistet das. Und deshalb ist es so beliebt auch bei der Feuerwehr oder bei der Polizei. Haben Sie schon Einsatzfahrzeuge auch an die verkauft? Ja, wir sind ganz beliebt. Gerade der Eclipse Cross Plug-in Hybrid ist sehr beliebt bei unseren Großkunden sozusagen. Ja. Ich bin gerade bei einer Feuerwehrstation in Neuss gewesen. Die hoffentlich nicht gerne mit Blaulicht. Also. Nein, nein, das habe ich mich nicht getraut. Wir haben es dann auf dem Gelände mit Genehmigung der Feuerwehrleute kurz mal für das Foto eingeschaltet. Schön. Es gibt ein großes Interesse in der Tat an solchen Antrieben. Sie sagten dort, das ist die Zukunft. Plug-in-Hybrid hat ja auch dann den Vorteil, Sie können dann auch größere Strecken mit dem Benziner zurücklegen. Ne? Genau, ich halte das für eine gute Technologie, um Menschen von im althergebrachten System, also Verbrennermotoren, zur Elektromobilität zu bringen. Ist teilweise ja ein bisschen angezweifelt, aber für mich ist das der beste Weg, um eben von der alten Technik zur neuen Technik zu kommen. Und wir haben ja große Erfahrungen, gerade mit dem Outlander Plug-in Hybrid, den wir 2014 eingeführt haben. In Deutschland sind wir sehr erfolgreich unterwegs gewesen, über viele, viele Jahre, und haben großes Know-how und wissen, was die Kunden wünschen, sich vorstellen. Deshalb ist es ja für uns ein großes Thema, auch nicht nur das Auto selbst zu verkaufen, sondern die Themen um Elektromobilität. Das sogenannte Wir kümmern uns versprechen. Das ist ein ganz großes Thema und das unterscheidet uns auch und unsere Händler von unseren Wettbewerbern. Sie haben es gerade schon angesprochen, Plug-in-Hybride sind in Deutschland in der Diskussion. Die Innovationsprämie läuft noch bis zum Jahresende. Was erwarten Sie? Was wird danach kommen an Förderungen? Heute schwierig zu sagen, also wie die Regierung jetzt auch aufgrund der Umstände, mit denen sie konfrontiert sind, ob das die Kriegssituation in der Ukraine, die Corona-Zeit, viel Geld wird dort eingesetzt, ob dann noch Geld im Topf ist, eben für die Plug-in-Hybride oder die Elektrofahrzeuge. Wir hoffen ja, weil wir glauben, das ist der richtige Weg, gerade wenn wir an die Umwelt denken und heute die Preise beim Kraftstoff sehen, dann ist das eine gute Möglichkeit, eben dort effizienter, sparsamer unterwegs zu sein. Wir stehen vor dem Feuerwehrauto. Ich hatte so das Gefühl, als Sie kamen auch ein wenig als Feuerwehrmann zu Mitsubishi Deutschland. Denn die Situation war damals ja nicht ganz einfach. Es gab Signale, Mitsubishi würde sich vom europäischen Markt zurückziehen. Dann gab es eine Kehrtwende. Was ist da eigentlich passiert? Ja, es gab eine Ausrichtung letztendlich, dass man entschieden hat, in der Corporation, also im Headquarter bei uns in Tokio, über die Strategie nachzudenken in Europa. Ist es wirtschaftlich, ist es wirklich notwendig, all die Investitionen zu tätigen? Zahlt sich das aus auf dem europäischen Markt? Zum Glück, also es war ja nur ein Freeze dieser Gelder, die sind eingefroren worden. Und man hat ja jetzt schrittweise schon Gelder wieder freigesetzt, indem man in der ersten Stufe den Eclipse Cross Plug-in Hybrid fertig entwickelt hat. Den haben wir letztes Jahr eingeführt. Hat auch uns sehr geholfen beim Verkauf und letztendlich die Ziele zu erreichen in 2021. Und letztendlich geht man jetzt die nächste Stufe, dass eben im nächsten Jahr, in 2023, dann zwei neue Modelle eingeführt werden. Dann folgt man der Plattformstrategie. Aber das ist dann eine gemeinsame Entwicklung von Renault und Mitsubishi. Also Renault und Mitsubishi sind näher aneinander gerückt. Es hieß ja auch, Renault hat Mitsubishi in Europa so ein bisschen gerettet. Luca Di Meo namentlich. Ja, ich glaube, es ist mit den neuen Menschen, die jetzt an Bord sind, gerade bei Nissan, bei Renault, hat man dieses Verständnis, dieses größere Verständnis, in der Corporation enger zusammenzurücken und zusammenzuarbeiten. Ich denke, die zukünftigen Entwicklungen sind nur so zu stemmen in einer Kooperation. Das ist ja nicht jetzt was Neues, was unsere Corporation lernt, sondern in dieser Allianz zahlen alle ihre Know-hows letztendlich ein, was sie haben. Ob das jetzt die Elektromobilität und die lange Kenntnis und das lange Arbeiten in dem Feld von Mitsubishi ist und auch gerade mit Plug-in-Hybrid-Technik, denke ich, haben wir eine große Erfahrung.
Aber auch unsere Kollegen von Renault und Nissan sind sehr, sehr gut unterwegs, was Elektromobilität angeht. Aber auch, man kann ja herausheben, gerade was autonomes Fahren, Feststoffbatterie, da ist Nissan unheimlich stark unterwegs. Wir haben eine lange Historie in Allradtechnologie. Also jeder zahlt so sein Know-how ein und wir alle profitieren davon. Das heißt, die zwei neuen Modelle oder eins der zwei neuen Modelle wird ein voll elektrisches dann sein? Denn Mitsubishi hat ja auch eine lange Historie, was Elektroantriebe anbetrifft. Mit dem iMiEV war das Unternehmen mal ganz, ganz weit vorne. Ja, genau. Das ist ja das erste Großserienfahrzeug, Elektrofahrzeug gewesen. Also eben 2009 von Mitsubishi eingeführt, vorgestellt im Markt. Und wir forschen ja schon über Jahrzehnte und entwickeln Modelle seit Jahrzehnten in diesem Bereich. Also dort eine lange Historie. Ja, der erste Schritt wird sein, und das ist ja jetzt gerade bestätigt worden, dass wir im ersten Quartal 2023 und dann einen neuen ASX bekommen, dann als Hybrid und als Plug-in-Hybrid. Es wird ein weiteres Modell dann im nächsten Jahr folgen auf der gleichen Plattform. Und wir sind jetzt gerade dabei. Aber mit Verbrennern noch, oder? Da sind auch Verbrenner dabei, ja. Aber wir sind dabei gerade, und das ist ja gerade, hat die Allianz ja vorgestellt, eben diesen Ausblick bis 2030, 35 Modelle zu entwickeln, 30 Milliarden zu investieren. Und für uns, für die Marke Mitsubishi, bewerten wir gerade, was passt zur Marke. Wo haben wir das größte Verkaufspotenzial, und das wird in den nächsten Wochen bewertet. Und dann werden wir entscheiden, welche Modelle als vollelektrische zu uns kommen. Sie hätten gerne einen Stromer, einen Vollstromer. Unbedingt. Denn die Zukunft ist elektrisch, nicht nur bei der Feuerwehr, sondern natürlich auch im Massenverkehr. Genau, genau. Das ist die Entwicklung, und deshalb Plug-in-Hybride, vollelektrische Fahrzeuge, das ist die Entwicklung, und das wird es auch sein in den kommenden Jahren. Der Outlander war ein oder ist vielleicht auch immer noch ein sehr populäres Modell bei Ihnen. Es gibt mittlerweile eine neue Generation. Wird die auch nach Europa, nach Deutschland kommen? Auch das wird gerade bewertet von Corporation. Ja, das Fahrzeug ist erfolgreich unterwegs. Und natürlich hätten wir gern den Plug-in-Hybrid hier in Europa, ganz besonders in Deutschland. Sie sehen Mitsubishi jetzt, ja, nach anderthalb Jahren auf einem guten Weg wieder? Es ist eine schwierige Phase, Sie haben es beschrieben. Ja, wir sind auf einem guten Weg. Wie gesagt, wir sind sehr erfolgreich im letzten Jahr gewesen mit 39.000 Fahrzeugen. Wenn ich die ersten Monate jetzt für dieses Jahr auch sehr gut unterwegs, wir sind in den ersten zwei Monaten um 70% fast gewachsen, so gut unterwegs. Wir haben gute Verfügbarkeit, das ist auch ein sehr starkes Argument momentan, gerade weil viele, gerade was Plug-in-Hybride angeht, ihre Produktion teilweise eingestellt haben beziehungsweise keine Aufträge mehr annehmen. Wir können liefern. Und wir haben gute Verfügbarkeit. Und das hilft uns jetzt. Heißt, wie schnell sind die Autos? Wenn ich hier nicht die Feuerwehrversion, sondern... Das würde einen Moment dauern. Also wenn Sie den nicht gleich stellen, versprochen. Ja. Das heißt, wir haben gute Bestände. Also wenn Sie heute zum Mitsubishi-Händler gehen, können Sie eventuell sogar vom Hof fahren. Ja. Alles klar. Gut, vielen Dank. Bis bald. Danke.